Willkommen zum zweiten Kapitel Teilbarkeit und Teilbarkeitsregeln, also wie kann man an der Stellenwertdarstellung einer Zahl schon ablesen, welche Teiler sie haben kann. Was Teilbarkeit ist, stand ja schon mal irgendwo so ganz klein unten auf einer Folie zur Division mit Rest. Wir halten das hier aber nochmal ganz feierlich als Definition fest und wo wir gerade dabei sind, machen wir das auch direkt für alle ganzen Zahlen. Das heißt, die negativen Zahlen dürfen dann jetzt auch mitspielen. B soll nun genau dann ein Teiler von A heißen, wenn es eine weitere ganze Zahl k gibt, so dass wir a als k mal b schreiben können. Außerdem heißt a dann auch ein Vielfaches von b und diese Zahl k, die sich da ergibt, heißt auch der zu b gehörende Komplementärteiler von a. Wieder einige zusätzliche Bemerkungen. Erstens, natürlich teilen sowohl 1 als auch a stets die Zahl a, sind also Teiler von A. Zweitens nennt man alle Teiler, die nicht A selbst sind, auch echte Teiler. Da muss der kleinste positive echte Teiler, der jetzt nicht 1 ist, aber kleiner oder gleich der Wurzel aus dem Betrag von A sein. Nehmen Sie mal an, der wäre größer als der Betrag der Wurzel von A, dann bräuchten Sie ja einen zugehörigen Komplementärteiler, der betragsmäßig kleiner sein müsste. Ist vielleicht einfach im Zahlenbeispiel. Der kleinste echte Teiler von 16, der nicht 1 ist, muss auf jeden Fall kleiner als 4 sein. Weil wenn der nicht kleiner als 4 wäre oder gleich 4, dann müsste ja der Komplementärteiler, damit sich das mit 16 ausgeht, kleiner oder gleich 4 sein. So, und dann hätten sie sich einfach nur vertan und die beiden vertauscht. Drittens, alle Zahlen sind Teiler von 0 gemäß dieser Definition, weil natürlich finden Sie eine Zahl, mit der man die Zahl mal nehmen kann, so dass 0 herauskommt, nämlich die 0 selbst. Was vielleicht eher überrascht, 0 ist nach dieser Definition ein Teiler von sich selbst. Ja, und das, obwohl man durch 0 ja gar nicht teilen darf. Das liegt daran, wie das hier definiert ist. Natürlich gibt es Zahlen k, mit denen ich 0 mal nehmen kann, so dass 0 herauskommt. Also jede andere Zahl nehmen. Viertens, ob eine ganze Zahl ein Teiler einer anderen ganzen Zahl ist, hängt eigentlich nicht vom Vorzeichen ab. Wenn Sie da dividieren, dann ändert sich ja immer nur das Vorzeichen des Komplementärteilers. Entscheidend ist nur der Betrag der Zahl für die Frage der Teilbarkeit. Und kurz schreiben wir die Teilbarkeit mit so einer vertikalen Linie zwischen den Zahlen, lesen das als a Teil b, beziehungsweise a Teil b nicht, wenn diese Linie eben durchgestrichen ist. Weil die Vorzeichen für die Teilbarkeit im Wesentlichen uninteressant sind und um uns nicht mit der Null herumzuschlagen, beschränken wir uns im Folgenden sehr oft darauf, dass a eine nicht negative Zahl sein soll und als Teiler betrachten wir überhaupt nur positive Ganze, also natürliche Zahlen. Bevor wir uns an die Teilbarkeitsregeln selbst wagen, brauchen wir allerdings ein paar Hilfssätze, die uns sagen, wie sich die Teilbarkeit bezüglich der Grundrechnungsarten verhält. Und dazu switche ich jetzt wieder zu unserer virtuellen Tafel und gehe diese Regeln im Einzelnen durch. Wir beginnen mit a. A teilt b, dann teilt a auch b mal c. A teilt b, hatten wir gesagt, daraus folgt, es gibt irgendein k-Element z, so dass wir schreiben können, b ist gleich a mal k. Gut, jetzt setzen wir das einfach ein. Was ist dann b mal c? B mal c ist dann gleich a mal k mal c. Und das können wir ja doch auch wieder schreiben als a mal in Klammern k mal c. Und jetzt ist klar, diese Zahl ist wieder durch a teilbar, weil hier steht jetzt sozusagen unser neues k'. Damit ist a bewiesen. B funktioniert sehr ähnlich. A teilt b. Daraus folgt wieder, es existiert ein k1, sagen wir mal, innerhalb der Zahlen z. So, das gilt. B kann man schreiben als a mal k1. Und genauso meint b teilt c. Es gibt ein k, wir nennen das mal k2, Element z. So, das gilt.
C kann geschrieben werden als B mal K2. Dann kann andererseits aber auch C geschrieben werden als C ist gleich A mal K1 mal K2. Und dieses K1 mal K2 können wir unser neues K3 nennen, bei dem wir sehen, dass C jetzt auch wieder schreibbar ist als A mal eine andere ganze Zahl K3. Damit ist auch B bewiesen. Jetzt geht es weiter zu Aussage C. Aussage C sagt aus, dass A teilt B, daraus folgt wieder, es gibt irgendein K1-Element Z, so dass wir schreiben können, B ist gleich A mal K1 und es ist auch gegeben A teilt C, also gibt es wieder ein K2-Element der ganzen Zahlen, so dass wir schreiben können, C ist gleich A mal K2. So, und jetzt müssen wir einfach wieder schauen, was ist B plus C? B plus C ist dann gleich A mal K1 plus A mal K2. Und wenn wir das hier schon so schön stehen haben, werden wir wohl das A herausheben und hier wird stehen K1 plus K2. So, und jetzt können Sie noch überlegen, ah, das hätte gar kein Plus sein müssen. Ich könnte hier auch immer Plus, Minus schreiben. Plus, Minus, Plus, Minus. Und damit habe ich D auch schon bewiesen. Jetzt komme ich zu dem etwas weniger offensichtlichen. Die einzigen ganzen Zahlen, die 1 teilen, sind 1 und Minus 1. Na, neu. Jetzt komme ich zu dem Teil, der eigentlich offensichtlich klingt, aber logisch etwas fisselig ist. Die einzigen ganzen Zahlen, die 1 teilen, sind 1 und Minus 1. So. Was bedeutet das denn, wenn wir bei E sagen, es gibt eine Zahl K, die ein Teiler von 1 ist, dann heißt das doch wieder, es gibt ein K1, nenne ich das jetzt mal, Element Z, so dass ich schreiben kann, A mal K1 ist gleich 1. So, jetzt muss ich ein bisschen mit den Vorzeichen überlegen. Sagen wir mal, K1 ist jedenfalls größer oder gleich 0. Das heißt positiv. Dann ist A auch positiv. So, wenn jetzt A und K1 positiv sind, A mal K1, dann ist A mal K1, wenn beide Zahlen positiv sind, sicherlich größer als K1. Weil sind ja beides positive Zahlen, beim Mal nehmen wird das größer. K1. Wenn wir jetzt aber auch noch annehmen, dass K1 ungleich 1 ist, dann wäre ja K1 größer gleich 2. Dann wäre aber A mal K1 und K1 größer gleich 2. A mal K1 sollte aber gleich 1 sein. Da haben wir unseren Widerspruch. So, und jetzt können wir uns das genauso überlegen für zwei negative Zahlen. Da hätten wir nur die Aussagen dann mit kleiner gleich minus 2. Einen zusätzlichen Hinweis können wir noch machen für C und D in ihrem Zusammenspiel ergeben die nämlich folgende Aussage. Wenn eine Summe ganzer Zahlen durch A teilbar ist, dann sind entweder beide Summanden durch A teilbar oder keiner. Diese Aussage stellt ja in gewisser Weise eine Einschränkung der Umkehrung, die allgemein nicht gegeben ist, dar. Also allgemein können Sie, wenn wir jetzt mal bei C gucken, C Umkehrung stimmt nicht, Umkehrung. Die Umkehrung von C wäre ja A teilt B plus C, daraus folgt A teilt B und A teilt C. Das stimmt im Allgemeinen nicht, können wir ein einfaches Beispiel machen. 6 teilt logischerweise 6, aber 6 teilt weder 4 noch teilt 6 die Zahl 2. Also das ist im Allgemeinen falsch, die Umkehrung. Aber es gilt, was man sagen kann, 6 teilt entweder beide Summanden oder 6 teilt keinen Summanden. Das ist immer noch richtig und da müssten wir jetzt einsehen, warum das so ist. Sagen wir mal, die Summe, die wir haben, sei, Summe ist gleich, was haben wir hier mal genommen, B plus C. So, wenn wir jetzt annehmen, dass das A die Zahl B teilt. Ja,
A teilt die Zahl B. Dann können wir die Summe ja wieder schreiben als Summe ist gleich A mal K. 1, also irgend so ein K, plus C. Und jetzt gehen wir hin und bringen das auf die andere Seite mit dem Minus. Dann steht hier Summe minus A mal K1 ist gleich C. Bei der Summe hatten wir jetzt gesagt, also die Summe sollte meinetwegen durch 6 oder durch irgendeine beliebige Zahl, also durch A teilbar sein. Die Summe kann ich also wieder schreiben als A mal mein K2 minus A mal K1 ist gleich C. Und jetzt greift dann auf einmal D, weil bei D steht ja, wenn beide diese Zahlen hier, hatten wir gesagt, sollten durch A teilbar sein, ja, dann ist auch deren Differenz durch A teilbar. Also ist das C auch durch A teilbar. So, jetzt haben wir es gezeigt. Also wir haben gezeigt, wenn die Summe durch das A teilbar ist, dann ist auch, na, also wir haben jetzt gezeigt, wenn die Summe durch A teilbar ist und einer der beiden Summanden durch A teilbar ist, dann ist auch der andere durch A teilbar. Umgekehrt können wir jetzt auch wieder sagen, wenn das nicht so ist, dann haben wir aber genau dasselbe. Dann hätten wir ja hier einen, der nicht dadurch teilbar ist, minus einen, der dadurch teilbar ist. Und da haut es dann auch nicht hin. Also ist die zusammengenommene Aussage, die hier steht, ist tatsächlich, wenn die Summe oder die Differenz durch eine bestimmte Zahl teilbar ist, sagen wir mal A, dann müssen entweder beide diese Summanden oder beide dieser Zahlen, von denen die Differenz bestimmt wird, durch A teilbar sein, oder es ist eben für keine von den beiden Zahlen erteilt. Das kann man als so abgeschwächte Umkehrung der beiden immer noch retten, aber die einfache Umkehrung gilt nicht. So, und auf der Folie habe ich jetzt nochmal ausdrücklich festgehalten, aus C und D folgt, dass wenn die Summe oder die Differenz von zwei Zahlen A und B durch eine dritte Zahl C teilbar ist, dann sind entweder sowohl A und B beide durch diese Zahl teilbar oder es ist keine von beiden durch diese Zahl teilbar. Der erste Typus von Teilbarkeitsregeln betrifft dann Endstellenregeln. Interessiert man sich für die Teilbarkeit einer Zahl, so kann es ausreichen, sich nur die hinteren Stellen, vielleicht sogar nur die letzte Zahl zu betrachten. Im Dezimalzahlsystem ist die einfachste Regel für die Zahlen 2 und 5, denn da muss man sich nur die Einerstelle ansehen. Wenn diese durch 2 oder 5 teilbar ist, dann ist es schon die ganze Zahl. Schauen wir uns mal kurz an, warum das eigentlich korrekt ist. Wir machen erstmal ein Beispiel. 1, 3, 7, 4, 7, 8. Da ist die Behauptung, diese Zahl ist auf jeden Fall durch 2 teilbar, weil die letzte Ziffer durch 2 teilbar ist. Wie kann man das einsehen? Ich habe hier extra unsere Hilfssätze darüber geschrieben. Das geht immer mit dieser Summenteilbarkeitsgeschichte. Ich kann ja diese Zahl schreiben als 1, 3, 7, 4, 7, 0 plus 8. Und jetzt sagt mir dieser Satz hier oben, dass wenn beide Summanden durch 2 teilbar sind, dann auch die Summe teilbar ist. Und umgekehrt kann ich natürlich hinschreiben 1, 3, 7, 4, 7, 8 minus 8 ist gleich 1, 3, 7, 4, 7, 0. So, und jetzt behaupte ich bei dieser Zahl hier, sehe ich mit bloßem Auge, dass sie durch 2 teilbar ist, bei der auch. Also muss auch diese Zahl durch 2 teilbar sein und umgekehrt. Warum sehe ich das mit bloßem Auge? Naja, 1, 3, 7, 4, 7, 0 kann ich ja wohl schreiben als 1, 3, 7, 4, 7 mal 10. Und die 10 könnte ich jetzt noch wieder aufteilen als 2 mal 5. So, und jetzt wäre natürlich genau dasselbe, wenn ich gehabt hätte 1, 3, 7, 3, 5. Ja, und dann hätte ich das genauso gemacht. Da hätte ich gesagt 1, 3, 7, 3, 0 plus 5 beziehungsweise 1, 3, 7, 3, 5 minus 5 ist gleich 1, 3, 7, 3, 0. Und auch hier hätte ich wieder gesagt, naja, das ist ja wohl 1, 3, 7, 3 mal 10. 10 hat aber die Teiler 2 mal 5. Und jetzt kann ich wieder argumentieren. Ich weiß, dass diese Zahl durch 5 teilbar ist. Ich weiß, dass diese Zahl durch 5 teilbar ist.
Dann sagt mir der Satz, wenn die beiden Zahlen durch 5 teilbar sind, ist auch ihre Summe durch 5 teilbar. Also ist auch das durch 5 teilbar. Umgekehrt kann ich auch auf dieser Seite argumentieren. Wenn diese Zahl hier durch 5 teilbar ist, ja, und diese hier, ja, dann ist es auch diese. Also das gilt tatsächlich in beiden Richtungen. Genau dann, wenn die Endziffer durch 5 teilbar ist, ja, die Endziffer ist durch 5 teilbar, dann ist auch die Zahl selbst durch 5 teilbar oder genau dasselbe für die 2. Jetzt ist das hier noch so ein bisschen mit Zahlenbeispiel hingeschrieben. Da sagen Sie vielleicht, der Argumentation mit dem Zahlenbeispiel traue ich nicht. Dann müssten Sie das so allgemein hinschreiben, dass Sie sagen, Sie haben eine Zahl, die hat Ziffern Z1, Z2 und so weiter bis Zs-1 und Zs in einem Stellenwertsystem. Wir haben hier jetzt immer das Zehnersystem genommen. Diese Zahl kann ich auch schreiben als Z1, Z2, Punkt, 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 Zs-1 mal 10, ja, weil das ist ja ein Zehnersystem, also ab hier sind 10 hoch 1 und so weiter, also kann ich die ganzen Ziffern mal 10 plus Zs. Und jetzt gilt die Aussage, wenn Zs durch 2 teilbar ist oder durch 5 teilbar ist, diese Zahl hier ist auch durch 2 oder 5 teilbar, immer, weil da steht ja 10, dann ist es auch diese Zahl. Umgekehrt kann ich aber sagen, wenn diese Zahl hier Z1 und so weiter, Z2, Punkt, 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 Zs-1, Zs, 10, das habe ich oben leider falsch hingeschrieben, jetzt mache ich es aber richtig, wenn diese Zahl hier im Zehnersystem durch 10 teilbar ist, hier muss ich auch noch Zehnersystem dran schreiben, und ich ziehe davon diese Zehnerzahl ab, das habe ich oben leider genau falsch rum gemacht, aber jetzt sehen Sie es dann richtig. Ich ziehe jetzt hier dieses Zs-1 mal 10 ab. Dann sage ich also, wenn diese Zahl durch 10 teilbar ist, diese Zahl ist sowieso immer durch 10 teilbar, weil da hinten 10 steht, also ist sie durch 2 und 5 teilbar. Also wenn die durch 2 oder 5 teilbar ist, die hier ist immer durch 2 oder 5 teilbar, dann muss auch die Endziffer Zs durch 5 teilbar sein, eben genau durch den Teil D dann. Also mit Teil C kriegen wir die eine Richtung. Wenn die Endziffer durch 2 oder 5 teilbar ist, dann ist es auch die Zahl. Und mit Teil D kriegen wir, wenn die Zahl durch 2 oder 5 teilbar ist, dann ziehe ich halt alles ab, was in den höheren Stellen steht. Dann bleibt die letzte Ziffer übrig. Damit haben wir diese Endstellenregel bewiesen. Diese Regel lässt sich nun in einfacher Weise auch dadurch erweitern, dass wir bei Teilbarkeit durch 4 bzw. 8 nicht mehr die letzte, sondern die letzten beiden bzw. die letzten 3 Stellen betrachten. Die Begründung läuft dabei ganz analog. Wichtig ist nun, sich zu merken, dass wir bei beiden Begründungen davon Gebrauch gemacht haben, dass höhere Stellenwerte im Dezimalsystem durch Potenzen von 10 teilbar sind und 10 eben selbst wieder durch 2 und 5 teilbar ist. Entsprechend höhere Potenzen, also durch entsprechende Vielfache dieser Zahlen. Man kann nun fragen, wie es allgemein in beadischen Zahlsystemen ausschaut, also bei einer anderen Basis B, die nicht notwendig 10 ist. Wir wollen das mal für die letzte Endstelle tun. In einem beadischen Zahlsystem ist eine Zahl durch einen Teiler T von B genau dann teilbar, wenn die Endstelle durch B teilbar ist. Der Beweis läuft wieder gänzlich analog. Also wir haben irgendeine Zahl, sagen wir mal 1, 2, 3 im Stellenwertsystem zur Basis 6. Jetzt können wir aber genau denselben Trick machen, den wir vorher auch hatten. Wir können hier ja hinschreiben, das ist 1, 2 im 6er-System mal die, ja was, die 6 nämlich, und dann plus die 3. So, und jetzt können wir natürlich wieder sagen, aha, die 3, die ist durch 3 teilbar, die 6, das ist ja wohl, Entschuldigung, ist gleich 3 mal 2, also die 6 ist auch durch 3 teilbar, dann ist die Zahl hier vorne auch teilbar. So, und jetzt können wir auch wieder diesen Beweis natürlich allgemein führen, dann sehen wir das noch besser, Z1, Z2, Punkt, 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 Z
S minus 1 Z S. Und jetzt sagen wir eben im Stellenwertsystem zur Basis B ist dann dasselbe wie Z1, Z2, Punkt, 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 ZS minus 1 mal B plus ZS. Und jetzt kommt wieder das Argument, wenn wir einen Teiler T haben, der ZS teilt und der B teilt, dann muss er auch die Summe teilen. Und umgekehrt haben wir auch wieder das Argument Z1, Z2, Punkt, 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 ZS minus 1 ZS im Stellenwertsystem zur Basis B, hier sollte ich das auch noch dazu schreiben, minus Z1 Z2 Punkt, 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 ZS minus 1 mal B ist gleich ZS. Wenn wir jetzt wieder argumentieren, aha, hier haben wir einen Teiler T und hier hinten haben wir einen Teiler T, dann haben wir den Teiler T auch bei der Endziffer. Der Beweis läuft also völlig analog, aber die konkreten Endstellenregeln ändern sich, weil es sind immer nur die Teiler betroffen von der Basis. Ist also im Sechsersystem haben wir diese Endstellenregeln dann für die Zahlen 2, 3 und 6, wohingegen wir sie im Zehnersystem eben für 2, 5 und im Grunde genommen auch für die 10 gehabt haben. Der zweite Typus von Teilbarkeitsregeln verwendet die Quersumme einer Zahl. Die Quersumme ist die Zahl, die entsteht, wenn man alle Ziffern bzw. Stellen der Zahl addiert. Im Dezimalzahlsystem sind etwa Zahlen genau dann durch 9 bzw. 3 teilbar, wenn die Quersumme durch 9 bzw. 3 teilbar ist. Die Begründung kann ebenfalls wieder mit Hilfe unserer Hilfssätze und der geschickten Zerlegung der Zahl in Teilsummen erfolgen. Wir machen das mal zunächst in einem Beispiel. 7, 3, 5, 3 im Zehnersystem. Das kann ich wohl auch schreiben als 1000 mal 7 plus 100 mal 3 plus 10 mal 5 plus 3. So, jetzt wollte ich davon die Quersumme abspalten. Die Quersumme ist 1 mal 7 plus 1 mal 3 plus 1 mal 5 plus 3. So, das nenne ich nachher immer die Quersumme der Zahl. Ist hier aber nur eine Randbemerkung. Hier fehlt ja jetzt noch was. Da fehlt 999 mal 7 plus 99 mal 3 plus 9 mal 5. Diese Zahl hier, das ist unschwer zu sehen, also haben wir hier stehen Quersumme plus dann irgendwas 9 mal 111 mal 7 plus 11 mal 3 plus 1 mal 5. Das hier ist aber gar nicht so spannend, weil 3 teilbar bzw. 9 teilbar. Weiß ich von diesem Teil in jedem Fall. Quersumme muss ich es mal eben ausrechnen. 7 plus 3 ist 10, plus 5 ist 15, plus 3 ist 18. Das ist durch 9 und 3 teilbar. Und jetzt kann ich wieder argumentieren, wenn das hier durch 3 teilbar ist bzw. durch 9 teilbar ist, dies hier ist es sowieso, dann muss mit diesem Satz, den wir vorhin schon ein paar Mal benutzt haben, die Zahl selbst natürlich auch durch 9 oder 3 teilbar sein. Umgekehrt könnte ich den Term wieder auf die andere Seite bringen. Dann könnte ich sagen, das hier minus dieses Gedöns hier, wenn das durch 3 oder 9 teilbar ist, dann muss das auch die Quersumme sein. Geht also wieder in beide Richtungen. Wir müssen es vielleicht nur noch mal allgemein überlegen. Allgemein hatten wir ja gesagt, wir haben Zahlen, Z1, Z2, schreibe ich mal hin, Punkt, 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 ZS minus 1, ZS, die eigentlich ja der Form sind 10 hoch S minus 1 mal Z1 plus 10 hoch S minus 2 mal Z2 plus Punkt, 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 plus 10 mal Z1. S minus 1 plus ZS. Wenn ich von diesen die Quersumme abziehe, also hinschreibe als vorderstes Z1 plus Z2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus ZS minus 1 plus ZS, dann bleibt hinten stehen 10 hoch S minus 1 minus 1 mal Z1 plus 10 hoch S minus 2 minus 1 mal Z2. So, ich schreibe mal hier vorne weiter. Plus, Punkt, Punkt, Punkt.
10 minus 1 mal z s minus 1. So. Und was jetzt der Fall ist, hier hinten würde ich ja jetzt wieder gerne sagen, aha, da kann ich tatsächlich eine 9 herausholen. Und das ist tatsächlich so, weil wenn Sie mal überlegen, 10 hoch s minus 1, wie sieht denn das im 10er-System aus? Naja, das ist doch einfach eine 1 und dann kommen s minus 1 Nullen. Und wenn ich da einen weniger nehme, dann habe ich eine Zahl, die besteht genau aus s minus 1 Neunern. Und deswegen kann ich hier wieder sagen, aha, die muss natürlich durch 9 teilbar sein. Auch diese Regeln hängen offensichtlich mit der spezifischen Basis 10 des Dezimalsystems zusammen und müssen entsprechend adaptiert werden, wenn man sie allgemein auf b-adische Stellenwertsysteme übertragen möchte. In einem b-adischen Stellenwertsystem lässt sich die Quersummenregeln für alle Zahlen formulieren, die Teiler der Zahl b-1 sind. Für das Binärsystem ist die hier getroffene Aussage trivial. Es ginge um die Teilbarkeit durch 1, die eben immer vorliegt. Für alle anderen Stellenwertsysteme können wir wieder unseren vorherigen Beweis verallgemeinern, um zu zeigen, eine Zahl ist genau dann durch einen Teiler von b-1 teilbar, wenn ihre Quersumme durch einen Teiler von b-1 teilbar ist. Jetzt machen wir dasselbe Argument also in einem Stellenwertsystem zur Basis b. Ich habe wieder z1, z2, Punkt, 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 zs-1, zs im Stellenwertsystem zur Basis b, kann das also wieder schreiben als b hoch s-1 mal z1 plus b hoch s-2 mal z2 plus Punkt, 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 plus dann komme ich irgendwann an b mal zs-1 plus zs. So, und jetzt kann ich da auch wieder hingehen und die Quersumme herausholen, also z1 plus z2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus zs. Und was hier hinten übrig bleibt, ist jetzt eben entsprechend b hoch s minus 1 minus 1 mal z1 plus b hoch s minus 2 minus 1 mal z2 plus, und dann geht das so weiter, und ich bleibe hier auch wieder, geht wieder so weiter, plus b minus 1 mal zs minus 1. So, jetzt will ich natürlich auch wieder haben, dass diese Zahlen hier, diese b hoch s minus 1 minus 1, b hoch s minus 2 minus 2 und so weiter, alle durch b minus 1 teilbar sind. Jetzt überlege ich mir eben wieder, wie hat eigentlich eine Zahl ausgesehen, die b hoch s minus 1 ist im Stellenwertsystem zur Basis b. Naja, die hat ja einfach so ausgesehen, dass wir eine 1 hatten und dahinter hatten wir lauter Nuller. Und zwar ist die Anzahl der Nuller, die wir hier hatten, ist wieder s minus 1. Und die Zahl, die 1 kleiner wieder ist, ist ja die, wo hier immer der letzte Stellenwert steht. Also die Zahl, die man dann hat, ist eine, wo steht b minus 1, b minus 1, Punkt, Punkt, Punkt. Und hier hinten auch wieder b minus 1. Und das Ganze eben s minus 1 mal. Und diese Zahl ist dann natürlich auch wieder durch b minus 1 teilbar, weil ja jeder Stellenwert durch b minus 1 teilbar ist. Und damit hat man das dann. Man kann das auch beweisen, das machen wir vielleicht auch noch auf einem der Übungszettel, dass man einfach sagen kann, naja, b hoch k minus 1, das ist eben immer teilbar durch b minus 1. Also b minus 1 teilt immer b hoch k minus 1. Ist ein schöner Beweis, den man auch noch führen kann. Aber hier haben wir es so argumentiert über die Stellenwertdarstellung. Wenn Sie mir nicht vertrauen, machen wir das vielleicht auch mal für eine konkrete Zahl. Wir könnten ja jetzt zum Beispiel mal hingehen und könnten uns eine Zahl ansehen im Stellenwertsystem zur Basis 5, wo wir jetzt die Teilbarkeit durch 4 haben wollten. Jetzt mache ich mal, damit das vielleicht nicht zu lang wird, etwas Dreistelliges, wo ich als Summe auf jeden Fall 4 erzeuge, also nehme ich zum Beispiel 1, 2, 1. Die Zahl 1, 2, 1 im Stellenwertsystem zur Basis 5, die kann ich auch aufschreiben als 1 mal 5 Quadrat plus 2 mal 5
plus 1. Von der will ich jetzt wieder abspalten. 1 mal 1 plus 1 mal 2 plus 1 mal 1. Das hier ist die Quersumme. Quersumme. Und jetzt bleibt hier hinten stehen 24 mal 1 plus 4 mal 2. So, jetzt sehen wir das noch nicht, was ich hier oben geschrieben habe. Ich müsste diese 24 und so, das ist ja jetzt noch im Dezimalsystem dargestellt. Die 4 im Fünfersystem dargestellt ist eine 4. Und was ist die 24 im Fünfersystem dargestellt? Die 25 im Fünfersystem dargestellt, das ist die 100. Und wenn ich von 101 abziehe, muss ich bei 4, 4 landen. Also 4, 4 im Fünfersystem sollte die 24 sein. Können wir auch nochmal überprüfen. 4 mal 5 plus 4, das ist wohl 24. Also ist das tatsächlich so, wenn ich von irgendeinem Stellenwert da 1 abziehe, komme ich immer zu so einer Zahl, wo in jedem Stellenwert b minus 1 steht. Und das ist dann natürlich durch b minus 1 dividierbar. Das heißt, das Argument ist für das beadische Stellenwertsystem genau dasselbe wie das Argument für das Dezimalsystem. Aber Sie müssen sich merken, es sind immer die Teiler der Zahl, die die Basis um 1 verringert ist, für die man dann so eine Quersummenregel hat. Man könnte jetzt auch noch über alternierende Quersummen reden, bei denen man Stellenwerte abwechselnd addiert und subtrahiert. Durch diese lässt sich etwa im Dezimalsystem eine Teilbarkeitsregel für die Zahl 11 formulieren. Das überlasse ich aber dann mal dem Herrn Mohre oder wer auch immer die elementare Zahlentheorie macht, wenn Sie sich die anhören. Stattdessen heißt es jetzt wieder Schnitzelteilen.